super. Ja, dann noch eine 18 hinterher. Ach, guck mal, das höchste ist eine 15, ne? Das nenne ich sicher. Das höchste ist eine 15. Oh. Eine 9. Nee, das ist noch nicht da. Das ist eins vorm Bahnhof. Das ist mein eigenes. So, jetzt eine 3 oder eine 5 gewürfelt? Also Quitschi, du musst hoch. Oh, 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 oh. Jetzt wird's teuer, ja. Eine 4 und dann, naja. Was haben wir da? 550 habe ich nicht. Muss ich... Du könntest mir die grüne verkaufen. Warte mal, ich könnte auch... Verkauf die lieber mir. Nee. Bitte, ich würde... gib mir die grüne. Gib mir die grüne, los. Na, ich könnte auch einfach... Das ist besser für dich. Nein, ich könnte auch einfach ein Haus... Du könntest da auch. Wenn ich ein Haus abreiße. Aber guck mal, ihr seid beide da nah dran hier. Das ist im Moment auch nicht so mein Ziel. Guck mal, Mobile Gaming ist gerade reingekommen hier. Gib mir doch die zwei Bahnhöfe. Für 500. Da löse ich lieber bei der Bank ein. Was mal auf. Könnte ich auch lieber bei der Bank? Das ist meiner, den löst du schon mal nicht ein bei der Bank. Kannst du die einlösen, Quitschi? Gib mir die zwei Bahnhöfe für 500 und gut ist. Wieso kann ich die in die Hypothek aufnehmen? Weil es nicht dein Bahnhof war. Doch. Aber bei dem hier geht's. Das waren seine Bahnhöfe. Guck mal hier, bei dem geht's. Für 100? Ja, aber dann nimmst du nichts ein, das weißt du, ne? Naja, na, das ist ja auch nichts hier. Ach komm. So. So schnell gebe ich das dann auch nicht auf. Nein. Ich hätte dir für 500 abgekauft, Quitschi. Also jetzt für die Interplatte. Jetzt ist es ja eh gleich vorbei. Pass mal auf. Jetzt komme ich noch auf irgendeinen anderen Mist hier. Jetzt kommst du zu mir hinter und dann. Nee, guck mal, jetzt kannst du aussuchen, wie du bist. Nee. Uff. 25! Glück gehabt! Glück gehabt! Ihr könnt jetzt aber beide auf der Parkstraße. Trefft euch doch mal auf der Parkstraße. Da habt ihr ein schönes Hotel, Häusel, eine Pension. Also. Mehr so ein Etap. Oh. Pension! Ohne Frühstück. Wie kann denn der jetzt da drüber gehen? Ach, nicht doch. Was soll denn das, ey? So. Ist doch alles nicht wert hier. Aha, aha, aha. Ich verstehe das alles gar nicht. Er wird nicht handeln hier. Wie lange geht das denn noch? Na, ich glaube mal, wenn das nicht so weitergeht, für mich ist das gleich zu Ende. Nein, du. Unmöglich. Ansonsten bis Mitternacht. Das ist ja nicht mehr lange. Naja, zur Durst. Das hast du jetzt schon wieder vor, Marki. Also, da mache ich mir. Jetzt die Miete! Wegen was? Was ist denn das da? Dank. Jetzt für 99 Cent. Mobile oh Gaming. Gott, Mio, hau schnell ab, komm! Der Papa kommt wieder mit seinen Dichtasseln streicheln. Ah, der. Pass auf direkt hinter dir, du fährst gleich über die Katze drüber. Ich hab's schon fast eingeklemmt. Guck mal, ich hab die Miete jetzt gestreichelt. Guck mal hier. Ja, das sieht doch keiner. Weil ich hätte die jetzt aber nicht hoch, die beißt mich. Ja. Der wird schon wissen, warum. Warte, guck mal, ja. So, Martin, der kriegt jetzt dein tolles Angebot gar nicht mit, weil er gerade damit beschäftigt ist, die Katze. Ich hab die Katze jetzt gestreichelt. Die hat mich gebissen dabei, jetzt hat sie sich versteckt. Komm her, Diggi. Komm her, Diggi. So. Auf jeden Fall danke, Mobile Gaming. So, wollen wir mal gucken. 600 Taler bietet er mir für zwei Bahnhöfe. Ist was, das ist mir sogar... Ey, wir! Freundchen, wir! Du, ich muss Häuser bauen, ich muss investieren! Nee! Da kannst du gleich deine Seele mitverkaufen. Hallo, wer hat denn hier die bestbezahlten Häuser? Ja, ich nicht! Nein! Na also, was denn?
Also, das geht so nicht. Wir müssen das so machen. Ich muss ja wenigstens eine Runde noch überstehen hier. Da muss man schon was drauflegen. Dass wir wenigstens über eine Runde kommen. Für die 10 Bahnhöfe. Guck mal hier, wenn ich jetzt, einmal so hier. Wenn ich jetzt sowas mache. Da könnte ich jetzt sagen, da komme ich wenigstens eh mal rum. Er hat sogar, ach guck mal, sogar noch eine Hypothek auf dem Bahnhof gehabt. Unfassbar ist das. Ja. Ich wusste gar nicht, warum ich mich auch jedes Mal wieder darauf einlasse. Ich wusste gar nicht, dass man 90 Cent spenden kann. Was ist das? Ja, du kriegst Geld von mir. Warum denn das? Und das ohne so eine unfairen Deals, würde ich nur mal sagen. Ich hoffe mal, du weißt hier, wer. Unfairer Deal? Naja, nun. Wieso bist du auf die Schlosshalle gegangen und nicht auf die Parkstraße? Das ist doch viel schöner. Anstatt du mit dem zufrieden bist, was du. Ja, ist alles gut, ich bin zufrieden. Hast du, oh nein! Hast du doll gemacht. Siehst du das? Und da weiß ich auch schon, warum ich 800 Euro haben wollte. Ja, das ist doch schön, ne? Pass mal auf, beim nächsten Mal erlasse ich dir das und du gibst mir einfach was Geld, das Grüne. Was Geld, das Grüne. Na genau, was ja. Geld, das Grüne. Musst du nicht so viel bezahlen, gibst mir einfach das grüne Grundstück. Nö. Spielt denn der Kater hier auf der Flöte oder was? Ja, weißt du was, eher verkaufe ich meine ganzen Karten an den Fabrice. Wo ist denn die eigentlich? Jemand besitzt dieses Grundstück bereits. So. Der Markim, guck mal, der hat schon. Oh, hier, Markim und Jeffy, wie letztes Finger? Mal. Alter, genau wie letztes Mal. Bete. Gerade in den Finger? Komm, wir spielen zusammen. Ja, soll ich mal filmen, wie der dazu gestreichelt wird? Nee. Doch, komm, was auf Film ist. Nein, machst du nicht. Mach ich nicht, mach ich nicht. Egal, ich mach mal ein Foto davon. Das Foto mache ich trotzdem. Muss ich aber die Oberweite aussuchen? Mietze, die Oberweite, die sieht kein Mensch. Aber ist ein Bild nicht. Mietze. Geben Sie nicht auf. Ach, gucke, das läuft für mich. Quietschi streichelt jetzt die Mietze. Warum jetzt schon wieder? Das ist für den Quietschi. Mag ihn. Pass auf, gucke hier. Streichel mal, du die Mietze. Komm. pass auf, guck mal hier. Guck mal, streichel mal, du die. Hey, nein! Wo ist er, die Mütze? Warte, da, guck mal. Kriegst du nicht ins Bild? Da ist er, guck mal, da. Verdammt! Mütze, komm, streichel mal, guck mal hier. Ja, die Mütze streicheln, die am Controller hängt. Ich komm, krieg das von oben nicht besser. Das dicke Ding! Krieg das nicht besser! Was ist denn die jetzt? Sag mal, ihr überfresst doch eure Katze! Die ist nicht dick, guck doch mal, wie die ist ganz schlank! Die liegt ja nur so, die hat dickes Fell! Genau, wie das Herrchen. Herrchen hat auch nur dickes Fell, nicht? Ihr kriegt das nicht mehr ran, jetzt. Aber wollt ihr mich jetzt verarschen, oder was? Nö. Was ist los? Du kriegst nicht mehr. Ja, Markim, und schon zapp, zapp, ist die Kohle weg, wa? So, danke auf jeden Fall, Evil Markim, für 10 Euro. Jetzt erst bezahle ich im Quitschi 500, jetzt dem anderen Kasper 500, was soll denn das? Ich will meine Kohle wieder, hallo? Alle auf mein Feld, aber ZZ. Morgen bauen wir mal andere Videos hier für. Da mache ich hier, da tanze ich mal nackt, wenn hier jemand Geld spendet. Nee, da kriegst du nie wieder was. Lass deine Frau tanzen, dann können wir über Geld reden. Das ist gar keine schlechte Idee. Ich würde sagen, so richtig so hier. Das ist richtig klatsch. Guck mal, der ganze will raus. Du auch, offensichtlich. Ich warne dich. So. So, ich will erstmal Miete zahlen. Gehen. So. Danke. Naja. Wieso habe ich eigentlich über so viel Geld? Weil ich dir 500 zahlen musste. Habe ich doch gerade eben gesagt. Ja, das hat mich auch sehr gefreut. Wieso eigentlich 500? Warst du auf der Parkstraße? Hast du mitgekriegt? Natürlich, wo denn sonst?
Die Katze will wieder raus. Du brauchst jetzt gar nicht ablenken hier. Geli freut sich, guck mal. Ja. So, aber wo fahren wir denn jetzt mal hin? Na, Mio, na, wo ab jetzt? Auf los. Wo ist denn die Schweinchen? Ja, was ist denn geschluckt? Das ist nicht jugendfrei hier, Katze. Bluten schon die Ohren, ey. Du rutschst auch schon näher ran, das ist aber auch. Seit wann sagst du sowas zu mir? Meine Leitung ist aber auch kurz, guck mal. Das ist ja auch wirklich kurzes Strippchen. Wie war das? Kurz und dick Frauenglück oder so ähnlich war das. Oder? Hä? Ich kenne das anders. So. So. Oh. Kriegt das ja alles ruhig mit. Ich hab immer. Oh ja, aber Taler habe ich auf jeden Fall ein paar. Und der Markim hat schon wieder richtig Geld eingebüßt. Der hatte ja schon mal hier 2.500 oder so. Oh, ein Pasch. Ich werde mal als Spendenziel reinschreiben. PlayStation 4 Pro für die Frau. Oh, guck mal, da steht, bauen Sie Hotels. Ja, na, dann bauen wir mal Hotels. Na, mach doch. Mach voll. Ach, komm. Sie gehören zu den Besten. Quitschi, wenn ich jetzt auf einem dieser Felder lande, ne? Bist du pleite. Vergiss es. Vergiss es. Der hat doch nichts. Guck mal, Geli sagt, ich kenne das anders. Oder sie lacht deswegen, weil du das anders kennst. Also schon irgendwie echt schade, dass man das hier bloß so zu dritt spielen kann, wa? Das wäre so cool eigentlich, wenn man das richtig... Aber dieses Shareplay mit nur Insing, das ist ja der Hammer. Wer kommt denn da noch dazu? Man sieht's blinken, aber das dauert eine Weile, bis der Name da steht. Der Poop. Poop schreibt, hey, herzlich jetzt willkommen. Jetzt übertreib's aber, Mädle. Ich würde ablehnen. Was hast du denn da jetzt schon mal vor? Hä, und wie biete ich dem das jetzt an? Na, du hast jetzt, du musst das Geld noch, Hab ich doch. Nee, du, geh nochmal rüber, jetzt musst du auf X drücken. Hab ich doch. Jetzt ist es da. X, hier. Handel ist der Motor. Hättest du doch 351 gemacht. Och, nee. Bitte, jetzt geht's uns dreckig. Mädels, läuft. Dieses Monopoly kostet aktuell 4,99 € im Store. Und ja, lohnt sich! Lohnt sich. Wir haben das gekauft als großes Familienpaket, wo Trivial Pursuit noch mit dabei ist und so weiter. Ja. Da kostet es, glaube ich, 19,99 €, aber das Monopoly Plus an sich kostet 5 oder 4,99 €. Also zumindest kam es letzte Woche. Aber wenn das, ich das gibt aber noch ein anderes Monopoly. 1, 2, 3, 4, 5. Wenn ich drei Felder vorgehe, stehe ich doch erstmal noch auf meinem eigenen. Warte mal, 1, 2, 3. Ich hätte es nochmal nachgezählt für dich, ne? Haben Sie schon über den Ausbau nachgedacht? Aber nicht, Marvin, es gibt noch ein anderes Monopoly. Ich habe das letztens aus Versehen verlinkt. Keine Ahnung. Ja, vielleicht ist es bei dem anderen Monopoly ja anders. Müssen wir, kann ja mal, ich prüfe das mal. Also ich weiß, dass es hier... Oh, oh. Dass es hier noch andere Bretter gibt, das weiß ich. Ja, man kann das Bretter selber machen, ja. Aber ich habe letztens nämlich. Ich selber machen. Ich habe nämlich letztens Monopoly im Discord verlinkt und da habe ich aus Versehen das Falsche verlinkt. Dadurch habe ich es erst gemerkt. Das hier ist Hasbro Monopoly Plus. Bei Markim habe ich irgendwie das Gefühl, dass der einen kompletten Store besitzt schon. Gibt ja kein Spiel, was du nicht hast. Ich schick dir mal ein Bild von meinem Regal. Nein! Sieben. Tja, kannst du jetzt wählen, ne? Zwischen Pest und Cholera. Nimm die Cholera. Durchhalten ist der Schlüssel zum Erfolg. Also scheint aber Geli scheint es zu gefallen, so eine Runde Monopoly.
Das macht auch Spaß, die Männer abzuzocken. Ja, das ist klar, Leute. Das ist ja auch unfair hier. Manchmal muss man den. Ach, auch noch mein eigenes? Nee. Du musst. Ach, ja. Deins, naja. Du musst aber die 18 piepen. Ich muss wieder zu Geld kommen. Genau, manche sammeln Briefmarken, andere sammeln Spiele. Das ist ja wirklich so. Manche sammeln Frauen. Du brauchst gar nicht so gucken. Viel Glück. Quitschi, du musst überlegen, ich habe auch ein paar Konsolen mehr da wie du. Ja, das ist, das mag stimmen. Guck mal, Ladeschutz ist auch wieder da. Was muss ich jetzt? Oh, ja, lass mich zählen. Lass mich zählen. Ich muss in Ruhe zählen. Warte mal, ich stehe. Nimm zwei, das passt schon. Wo stehe ich denn? Ich stehe auf der Seestraße. Nein, zwei. Zwei ist doch Ereignisfeld. Guck mal. Ja. Schau mir nicht so an. Quitschi. Zwei habe ich. Quitschi. Ja, genau, und andere sechs sammeln Kinder. Vertrau mir. Drei, vier, fünf, sechs. Die sechs ist Ereignisfeld. Das haben sie noch aus Versehen auf den falschen Top gedrückt. So, ich habe das mal Urlaubsgeld. Wie man dem Karl helfen und dann hört er nicht. Doch, ich glaube das schon. Guck mal, anders. Wieso hat der Fabrizio eigentlich so viel Geld? Na, weil der. der hat gar nicht ausgegeben. Na, weil ich dem doch das Pinke abgekauft habe. Ach ja. So. Guck mal, Pup schreibt anders an den Kinder von Frauen. Ja. Wie du. Wie ich. Sehr schön. Ah, jetzt gibt's die ganzen Geld. Unterhaltszahlungen. Schlaue Investoren geben niemals auf. Wir kommen wieder zu Geld. Mann, ey, das ist die falsche Straße. Würfeln Sie und sehen wir, was die. Ey, sag das nicht so laut, Bub. Eine 7 plus besitzt dieses Grundstück bereits. Zum Roden. Sie müssen Miete zahlen. Das ist egal. Die zahle ich gern. Du bist eigentlich schon. Du bist ja schon gar nicht mehr so weit weg von meinen Feldern, ne? Und du bist ja die mit den meisten. Nee, ich bin ja die mit den wenigsten Kohle fast. Wo ist eigentlich dein ganzes Geld hin, frage ich mich. Meins? Ja. Steckt in meinen Häusern. Oh je. Eine 7 und dann noch. Sie hatten mit dem Geld sicher etwas anderes. Naja. Der Markim hat's verdient. Er hört ja nie auf dich, Markim, schreibt die Geli. Siehst du? Nee, er hört nie auf irgendjemanden. Oh oh. Der hat einen dummen Dusel, oh. Das gibt's nicht. Man gibt doch nicht mit rechten Dingen zu. Unglaublich, ja, ne? Unglaublich. Er wird keinem was gegönnt, so richtig. Guckst du mich denn immer an? Weil du neben mir sitzt. Ja, guck mal, ich sag gar nichts, schreibt der Poop. Poop ist doch der Smiley da bei WhatsApp. Poop. Du hast Boop gesagt. Der Boop. Da steht nirgends was mit einem B. Das ist doch Boop. Das ist der Boop. Der Junge ist das, der Boop. Komm, wir, der Sachse nicht. Der Sachse. Der Boop. Genau. Ganz auf Boop irgendwann mal. Also, ich glaube nicht, nee. Glaube ich wirklich nicht. Das merken wir schon des Öfteren. Die Geli merkt das also schon des Öfteren, dass ich auf keinen höre hier. Aber ich sehe das gar nicht. Ey, warum muss ich immer an dich bezahlen? Du fährst halt gern mit dem Zug? Nee. Doch. Nee. Unser Sohn fährt auch gerne mit dem Zug. Das stimmt. Wann immer er kann. So, eine 7 plus das, wo komme ich denn dahin auf was Grünes? Na, da kann ich ja mit leben. Bin doch Boob, siehst du? Mein Vater hat immer gesagt, der Busse, ist der Junge, der Sohn. Mein Busse, sagt er immer. Und was sagt meine Oma immer? Die Gung. Die Gung sind die Jungs. Die Gung. Schauen wir mal, ob sie Glück oder Pech haben. Genau. Und was sagen die an der Ostsee immer? Wie heißt das denn? Der Lütte. Der Lütte. Das ist die Lütte. Schlimmsten sind die Franken. Ich will kein Pasch. Komm doch zu mir, was rennst du da vorbei? Ich wollte mit dem Bus fahren. So jetzt. Nein! Es sieht gut aus. Jemand besitzt. Oh! Die Schwein muss der Mensch haben.
Die dümmsten Bauern. Der Zug beginnt jetzt. Schließt du jetzt gerade von dir auf andere? Ich oder? Bin ja kein Bauer. Meine Schwester geht in Monopoly immer beim Schritt, weil sie alles kauft. Ich werde nur zweiter, weil ich erst noch eine Zeit anfange, auch was zu kaufen. Okay. Was, Geli, klingt denn wie Toilette? Der Busse? Der Gung? Ich würde 2 nehmen. Der Gung? Achso, der Gung. Weil 6 und 8 wird teuer. 1, 2, 3. Nee. 6 ist braun, 8 ist braun. Ja, aber das ist doch nicht teuer gewesen. Doch, teurer wie das. Nein, das glaube ich nicht. 500 und 550, glaube ich. Quatsch, meinst du? Also ich würde sagen, eine 2 wäre jetzt das allerbeste überhaupt. Was ist denn hier nochmal Würfel? Manchmal passieren schlimme Dinge. Guck mal, das sind auch 500 an Krim. Naja, aber bleibst wenigstens in der Familie. Also. Das habe ich jetzt überhaupt nicht verstanden. Warum hast du das jetzt gemacht? Was? Viel Glück. Naja. Das wäre so oder so teuer geworden. Kriege Nummer 1 in Monopoly, aber alles kaufen, was du kriegen da kannst. Na, du gucke. So. Au. Ich bin... ich bin dran vorbeigefahren. So, ich werde jetzt erst nochmal... Ich muss jetzt nochmal hier vielleicht... 1. Mehr wird nicht genehmigt. Oh, ich muss gleichmäßig bauen. Na, das ist ja Ding. 1. Mehr wird nicht genehmigt. Bist du gleich wieder pleite. Ah, hast du auch schon wieder recht, ne? Hier sind es 500 und hier sind es sogar 600. Naja, was soll ich machen? Da ist der Markim hat recht. Das ist mein Finanzberater. Oh, ja. Ich habe nicht gesehen, dass der auf dem einen noch kein Ding hat. Noch kein Hotel. Mhm. Ja, ja. Ach, auf euch höre ich drum. Nee, ich hab's echt nicht gewusst. Siehste, Pup schreibt, vertraut mich bei den Kackhaufen, er sprengt Glück. Ich wusste auch so, Pup ist der WhatsApp-Smiley. Glück könnt ihr ja wieder gebrauchen. Ja, ich wusste es doch, das ist der WhatsApp-Smiley, Pup. Ich brauche kein Glück. Und wie hieß leider, Puh hieß das komische Würstchen, was du als WhatsApp-Tamagotchi haben konntest. Mobile Gaming geht jetzt schlafen, gute Nacht. Puh hieß der. Nee, Puh war der von den Teletubbies. Ja, und Puh, ja, das ist... Puh war der Bär. Ja, das genau. Stimmt. Aber Puh war der von Teletubbies. Nein. Doch, Dipsi, Puh heißt er. Lala. Dipsi, Lala, Puh. Puh. Naja, Puh, Puh. Na, und, ja, aber Puh war auch das... Oder Puh war auch das... Das Tamagotchi. Ach, das gibt's doch gar nicht hier. Na, du kommst doch nochmal zu mir. Aber Puh war auch das Teletubby-Ding, Quatsch, das Tamagotchi-Ding fürs Handy. So, das sah aus wie eine Kartoffel, doch, doch. Ach. Mensch, sah aus wie eine Kartoffel. Naja, bei euch im Osten vielleicht, bei uns nicht. Ja. Das hört sich an hier so verachtend. Nein, im Osten. Du musst würfeln. Meine Frau hat nur das Gefühl, dass hier schon der Westen angekommen sei. Ja, wir sind hier so weit im Osten, dass wir fast schon wieder Westen sind, mein Freund. So, jetzt wäre pleite gleich. So, jetzt, genau. Naja, Martin, läuft ja, wa? Naja, guck mal, hab ich dicke. So, könnte ich so noch mal machen. Gleich noch eine Nacht bleiben. Sie sind dran. Wo ist das Hinterteil? Das stimmt. Na, bei manchen ist es auch das Vorderteil. Man weiß, es ist schwer vom Gesicht zu unterscheiden. Ja. Tinkwinki, Dipsi, Lala. Siehst du, ja, Pur war das braune Kartoffelpüree fürs Handy. Siehst du, wusste ich's doch. So, komm, Markim, komm auf mein Häuschen. Was hast du jetzt gewürfelt? Komm, 1, 2, 3. Eine 3 wäre jetzt so schlecht auch nicht gewesen, ne? Nein! Ja, aber guck mal, das wäre günstiger gewesen als vorhin. Da hast du mich ganz schön veräppelt. Ja. Abgezogen. Ich muss doch deinem Mann ein bisschen helfen. Nee, musst du nicht. Ich bin hier der Chef. Och, das gibt's doch so, nicht. Ach so, dann zahle mal bitte, Chef. Oh. Ach so, jetzt verstehe ich gerade. Was die von der Ostsee sagen. Lütte, das klingt wie Toilette. Okay, jetzt verstehe ich das. Lütte klingt nicht wie Toilette. Die Lütten, doch, jetzt habe ich es verstanden. Lütte? Quitschi? Ja? Ich glaube, deiner Frau geht's gerade schlecht. Ach, Quatsch. Wieso? Na, gucke. Ach, die hat genug Straßen zu verkaufen. Ja, nur gucke.
Manchmal passieren schlimme Dinge. Also, noch läuft's. Ist da irgendwas da los? Noch läuft's doch. Ich krieg gleich was. Naja, das muss ja drei Leute an ihren Straßen vorbei. Ihr Zug beginnt jetzt. Ach so. Na, ich bin vorbei. Ja. Warum hast du jetzt hier... Es gibt's nicht. Gott sei Dank, yes. Ich verstehe es gar nicht. Ey, unglaublich ist das. Das ist gut. Dass ich auch mal... Pass auf, jetzt gehe ich erstmal eine 4 und dann zum nächsten Feld. Jemand besitzt dieses. Schwein gehabt, bitte. Hast du schon mal einen Fuffi gekriegt? Ja, wie immer. Ein Fuffi, wie viel? Das heißt ja für immer, wie immer. Immer Fuffi von dir. Fuffi. Taschengeld. So, jetzt was schön hohes. Eine 6. Ja. Na, du kommst noch mal an. Na, du kannst jetzt stehen bleiben da. Jetzt machst du bestimmt gleich ein Pasch, wie ich dich kenne. Ja. Nö, die bleibt jetzt absichtlich drin. Ich bin der Einzige, der hier, also ich bin der Einzige, der hier immer brav rumläuft, war und immer schön brav Geld bezahlt. Na toll, hast du Glück gehabt, Alterchen, gucke. Na, wo komme ich denn da raus? Den Preis bezahlen. 100 Taler muss ich bezahlen an den Markt gehen, weil ich hab's ja verkauft. Hat der 4000 Taler? Ja. Den müssen wir mal so richtig abzocken. 4000? Ja. Wie geht denn das? So viel Geld hat die Bank doch gar nicht in dem Spiel.